Moin, moin und grüß dich oder so. Was geht ab? Ja, das ist das letzte Video für den Montag und das ist auch zugleich für die Nacht aktiv, ja. Ich möchte gerne dann jetzt, sag ich mal, ein LKW kontrollieren. Und zwar nicht so ein LKW da vorne, sondern ein mit Anhänger. Ich guck dann jetzt mal. Ja, weil ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Einfluss. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Ja. Dann würde ich sagen, guck ich mal, wo ein LKW gibt. Ah, da bin ich. Da fahre ich jetzt aber mal ein bisschen. Das sind Holztransporter. Ja, so ein Holztransporter, wie ich finde mal. Achtung, wir haben einen dringenden Einsatz. Zwei LKW sind zusammengestoßen. Es ist noch nicht bekannt, ob es Verletzte gibt. Wer übernimmt? Nein. Ich frag mich echt. Hallo. Ah, da vorne. Please. Hallo. Ich möchte gerne jetzt diesen Exit. An alle Fahrzeuge. Wir haben gefährliche Gegenstände auf der Fahrbahn. Wer übernimmt? Nicht ich. Ich möchte gerne hier gehen. Nein, komm. Bitte. Spiel. Geil. Ich war nicht hier bei der Ausfahrt. Ja, aber ich glaube, ich brauche noch ein paar Einflusspunkte. Junge! LKW! Ruhig dich, Junge! Moin. Hallo. Hallo.
Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. Okay, Passbild. Ich würde sagen, passt überein. TÜV passt. Kennzeichen. Passt nicht. Nummernschild. Weil der Name passt. Fahrzeugklasse. Kann ich bitte Ihren Fahr- und Ruhezeitennachweis sehen? Hier, bitte. Alles in Ordnung. Perfekt. Zeigen Sie mir bitte Ihre Frachtpapiere. Hier sind die nötigen Frachtinformationen. Sportartikel. Okay. Ich komme gleich auf Sie zurück. Genau. Machen Sie mal bitte Blitzband den Kanada an. Fernlicht. Machen Sie mal bitte Ihre Luke auf. Kann ich nochmal reinschauen? Ich würde sagen, ich komme jetzt wieder auf Sie zurück. Was dann nochmal ist falsch? Ich glaube, ich komme gleich auf Sie zurück. Habe ich hier hinten? Ich denke, dass sie... Nee, doch nicht. Haben Sie Drogen oder andere Betäubungsmittel konsumiert? Nein, auf keinen Fall. Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich trinke generell nicht. Ich glaube, nee. Ich muss Ihnen ein Bußgeld verhängen. Shit. Wer Mist. Na gut. Ich brauche es doch noch mal. Ein paar Erfahrungspunkte, deswegen warte ich auf den nächsten Einsatz. In der Zeit, wo ich hier warte, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, plus mein zweiter Kanal, plus mein zweiter Kanal. Der heißt nämlich Fortnite-Thema, ja? Bei dem Fortnite-Thema werde ich nur Fortnite bringen, das heißt Fortnite-Livestreams oder Fortnite-Videos, ja? Hier Wagen 6, wir machen das. Danke, Wagen 6. Meldet euch bei der Einsatzleitung.
Ja, ich warte dann jetzt hier. An alle Einsatzfahrzeuge. Ein LKW soll seine Ladung verloren haben. Wir wissen noch nicht, worum es sich genau handelt. Wagen 8, könnt ihr das übernehmen? Wagen 8 hier. Wir machen uns direkt auf den Weg. Mittlerweile wissen wir, worum Gut. es sich bei der verlorenen Ladung handelt. An Dienstag bekommt ihr eine neue Folge zu sehen. Ich warte dann jetzt erstmal. Ich warte hier. Die Nacht aktiv. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, wer von euch macht Hashtag Die Nacht aktiv, wenn, ja, wenn es jemand von euch schaut. Von Die Nacht aktiv. Ich nämlich heute Abend um 21:15 dann kommt dieses Video. Jetzt geht's los. Wir haben eine Notmeldung erhalten. Ein kleines Flugzeug muss rücklanden und schafft es nicht mehr zu einer freien Landebahn. Ein Teil der Autobahn muss freigeräumt werden, damit das Flugzeug landen kann. Wer übernimmt? Das ist die Serie, das mache ich. Ja. Warte. Gut, dann würde ich sagen, wir hier rauffahren. Das sagt mir, wird das sein, wo ich halt jemanden kontrolliere und nicht, dass das jetzt passiert. Ja. Ein kleines Flugzeug muss nur landen. Das ist auch noch nie. Ich will mal noch einen Zack. Für die Fahrt, ja. Zentrale, bitte kommen. Gut. Mach am besten die Marke. Was gibt's jetzt, Wagen 2? Bremse den Verkehr langsam. Im Fahrer eines verdächtigen Fahrzeugs widersetzt sich der Verkehrskontrolle. Es handelt sich um ein weißes Coupé. Das Kennzeichen haben wir auch schon vermischt. Wollen wir mal hoffen, dass niemand bei der Landung verletzt worden ist. Der könnte schützen. Verstanden. Guten Abend. Gut, dass bei der Landung alles glatt gegangen ist. Ja, aber ohne Ihre Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie notlanden mussten? Genau. Tja, der Treibstoff ist knapp geworden. Bis zum nächsten Flugplatz hätte das nicht mehr gereicht. Und wie kam es dazu? Haben Sie nicht genug getankt? Oder sind Sie eine längere Strecke als geplant geflogen? Weder noch. Ich bin davon ausgegangen, dass die Daten im Bordbuch korrekt sind. Vor Beginn eines Fluges sind immer Sie dafür verantwortlich, dass alles seine Richtigkeit hat. Sie haben grob fahrlässig gehandelt und werden sich dafür verantworten müssen. Warten Sie auf den Abschleppdienst, der wird Sie in eine Stadt mitnehmen. Und in Zukunft passen Sie besser auf. Was sind das doch als ewig spawnt? So, Freunde, ihr könnt gleich wieder fahren. Ich würde sagen, ich fahre zurück zur Wache. Und dann die nächste Folge, wo es dann, sag ich mal, mit der Story weitergeht, das erfahrt ihr
an am nächsten neuen Tag. Also, haut rein. Habt noch einen schönen Abend. Schlaf gut. Träumt was Schönes. Euer Polizist verabschiedet sich. Goodbye.